So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu neu der Sendung auf Viva, in der wir alle neuen Clips spielen werden, die ab sofort hier auf Viva laufen werden. Ja, und heute haben wir eine ganze Reihe neuer Clips dabei, die es sich anzuschauen lohnt, ja. Unter anderem die neue Single von Sido mit neuem Video natürlich. Dann 50 Cent werden wir sehen mit seinem brandneuen Video. Und ja, wer passt jetzt in diese Reihe? Sido, 50 Cent, wen könnte man noch nennen? Us5, ja. Auch Us5 werden wir heute noch sehen und viele mehr. Los geht's aber erstmal mit einer Band, die ist uns hinlänglich bekannt, ja. Wir haben die Premiere schon gefeiert bei Viva Live, aber wir spielen es hier bei neu natürlich nochmal, weil es ist brandneu und für einige auf dieser Welt ist es tatsächlich sehr, sehr neu, weil sie die Band noch gar nicht kennen, denn darum geht es, um den internationalen Erfolg. Tokyo Hotel wollen international durchstarten und deswegen durch den Monsoon jetzt nochmal auf Englisch und da heißt es Monsoon mit Doppel-O, ein ganz neues Video, was sehr, sehr schön geworden ist und ja, das ist eine Win-Win-Situation für Fans von allen Bands. Ja, die einen sagen, super, jetzt werden sie international erfolgreich, meine Stars hier aus Deutschland schaffen den internationalen Durchbruch und alle anderen denken, super, dann sitzt ihr ja öfter mal weg. Also, viel Spaß, Tokyo Hotel. Jetzt beschäftigen wir uns hierbei neu mit der Frage, was macht man, wenn man 50 Cent ist, aber man quasi die Party schon gefeiert hat, den Auftritt schon hinter sich hat und schon eine Frau zum, schon mit der Kuscheln war, ja? Was macht man dann, ja? Als 50 Cent hat man dann noch eine Option und zwar Geld zählen, ganz genau, ja? Und das macht 50 Cent jetzt, ihr könnt ihn dabei zugucken und das ist die perfekte Mischung. Es gibt ja alte Leute, die bewahren ihr ganzes Geld zu Hause unterm Kopfkissen auf und deswegen kommen immer irgendwelche Trickbetrüger, klauen denen das alles, die ganzen 9000 Euro, die dann 80 Jahren zusammengekommen sind, ja, und weg ist das Geld. Und dann gibt es die anderen, die immer sofort alles zur Bank tragen. Jetzt gibt es aber so ein Mittelding und das hat 50 Cent erfunden. Er hat sich quasi eine Bank in sein eigenes Haus eingebaut. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Straight to the Bank heißt also auch der Song und da hat der 50 Cent aber gut lachen und ja, wenn ihr euch den Song anhört, dann wisst ihr auch, was ich damit meine. Viel Spaß. So, jetzt kommen wir hierbei neu zu einer neuen Formation, zu zwei besten Freundinnen aus Schweden, die sich zusammengetan haben zu einem Duo und die nennen sich Lucky Twice und der Song, den wir jetzt gleich sehen werden und das dazugehörige Video, das heißt Lucky und den Song werdet ihr tatsächlich öfter hören, denn das ist der Titelsong zu einer neuen Sendung auf Pro7. Ihr wisst, Gülcan heiratet, ja, und dazu gibt es jetzt auch Musik, Lucky Twice mit Lucky und ich freue mich auch schon darauf, das ein oder andere Mal werdet ihr den Song noch hören, wenn Gülcan und ich dann auf Pro7 heiraten. Jetzt aber erstmal das Video. Viel Spaß. So, jetzt machen wir eine ganz kurze Pause hier bei Neu. Gleich nach der Pause seht ihr weitere neue Videos, die ab sofort hier bei Viva laufen werden. Unter anderem von Ex-Sugarbabe Mutya. Dann sehen wir Nio mit einem sehr schönen Song und einem sehr schönen Video. Und noch eine Frau namens Cascada, die zu Recht für ihr Album Platin bekommen hat. Wir machen eine kurze Pause. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück bei Neu und jetzt geht's hier weiter bei Neu mit einer etwas besinnlicheren Single, ja, und dafür steht natürlich eine Dame im weltweiten Dance-Business, ja. Es geht um Cascada, die war ja schon sehr erfolgreich mit Every Time We Touch, zu Recht natürlich. Das Album in England und in Amerika Platin gegangen, ja, und auch natürlich mit Every Time We Touch überall Platz Nummer 1, europaweit, weltweit kann man eigentlich schon sagen, in Japan eine große Tour gemacht. Und jetzt kommt die nächste Single, die heißt Miracle, die ist in Holland und Frankreich schon auf Platz 1 und ja, mal gucken, wie sie bei uns hier abschneiden wird. Die letzte war bei uns Platz 5 und ich glaube, die Story im Video, die tatsächlich ausgeklügelt ist und eine Dramaturgie hat, wie es aufpeitschen da nicht geht, hat auch ihren Beitrag dazu geleistet. Viel Spaß, hier kommt Cascada. So, jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder ein bisschen hier bei Neujahr. Das war gerade ein musikalischer Gruß von der sympathischen Cascada und ich glaube, da wird noch einiges kommen, glaubt mir, Leute. So, es geht jetzt weiter mit einem Mysterium in der internationalen Popwelt und da geht es um die Sugar Babes. Ja, erinnert euch, ja, da gab es ja Personalstrukturen, das war ja schlimmer als bei Siemens, ja. Da wurden die Hauptdarsteller tatsächlich schneller ausgewechselt als bei GZSZ und man dachte immer so, was ist denn da los? Warum verstehen die sich denn nicht? Die sind doch erfolgreich, die machen für eine Girlgroup recht unpeinliche Musik. Was ist denn da los? Ja, warum wollen die denn immer nicht mitmachen? Und immer wenn man dann gesagt hat, ja, ihr geltet ja als ganz schöne Zicken, wurde gesagt, nee, wir verstehen uns ganz gut. Ja gut, wir gehen jetzt ab und zu mal an die Gurgel, aber eigentlich sind wir super lieb, untereinander vor allen Dingen, ja. Trotzdem sind immer mal wieder welche ausgestiegen und jetzt haben wir da quasi so einen kleinen Beweis dafür, dass es wahrscheinlich doch am Streit gelegen haben muss. Denn die Sugar Babes haben damals gesagt, als Mutya ausgestiegen ist, das war ihr alles zu viel, ja. Der ganze Erfolg, der ganze Ruhm, das Rumreisen, das Videodrehen, das ging nicht mehr. Jetzt kommt sie aber solo mit einer Single um die Ecke, was ja tatsächlich ein schönes Gegenargument dafür ist. Also ich glaube, es gab da ganz schön Streit. Sie hat übrigens jetzt einen Nachnamen, Mutya Buena. Und der Song heißt Real Girl und da kriegt ihr einige Einblicke in das Privatleben von Mutya. Und das ist sehr interessant. Schöner Song. Viel Spaß.
So, jetzt geht's hier weiter mit Neo. Das ist der 23-jährige Wunderknabe aus den USA. Und zwar deswegen, weil er nicht nur ein Riesentalent hat, Songs zu schreiben und von sich selber behauptet, gebt mir 20 Minuten, ich schreibe dir Nummer 1 Song, sondern er ist auch noch so uneitel und sagt, ich gebe die Songs auch einfach mal ab. Ja, ich lasse mal andere die Erfolge feiern. Ich kann mich auch im Hintergrund halten, obwohl ich jetzt nicht ganz bescheuert aussehe und es eigentlich auch selber machen könnte. Und das kommt ihm jetzt zugute. Der Erfolg anderer Leute strahlt auf ihn zurück und setzt ihn auch so ein bisschen selber ins Rampenlicht, wenn er jetzt selber mal eine Single von sich veröffentlicht. Er hat einige geschrieben, zum Beispiel Let Me Love You von Mario war ein Riesenerfolg, Unfaithful von Rihanna ist noch gar nicht so lange her, dann gab es Irreplaceable von Beyoncé und jetzt kommt Because of You und nicht zu verwechseln mit Kelly Clarksons Nummer von Neo. Und ja, da zeigt man nochmal, oder beziehungsweise zeigt er selber, von wem er eigentlich Fan ist und das ist, glaube ich, nach wie vor Michael Jackson. Also macht so ganz typische Bewegungen, so oder, was macht er noch, was macht Michael Jackson, so oder so. Ja, und das könnt ihr euch jetzt selber mal anschauen. Because of You, viel Spaß. Machen wir noch mal eine ganz kurze Pause bei Neu und danach seht ihr noch Sido und As5, aber getrennt voneinander, versprochen. Bis gleich. So, weiter geht es jetzt hier bei Neu mit der neuen Single der sympathischen Band As5. Ja, und die heißt Rhythm of Life, ja, also der Rhythmus des Lebens. Und wenn man sich mal so As5 oder das nähere Umfeld von As5 anschaut, ja, und dann so im Hinterkopf den Titel hat, Rhythmus des Lebens, muss man auch sagen, dass bei Lou Pearlman, ja, also dem Entdecker und Erfinder und der Durchsetzer von As5, ja, bei dem ist ja der Rhythmus des Lebens so ein bisschen aus dem Takt gekommen, ja. Ihr habt es mitbekommen, die St. Petersburg Times, ja, die gibt es tatsächlich, die hat gesagt, dass er jetzt weg ist, ja, weil der 300 Millionen Euro hätte bezahlen müssen an irgendwelche Gläubiger und jetzt ist er spurlos verschwunden, ja. Ich sitze irgendwie stundenlang, halbe Tage lang vorm Computer und gucke auf Google Earth, ob ich den irgendwo sehe. Und was machen As5? Ja, in einer Übersprungshandlung sagen sie sich, ach komm, egal, gehen wir erstmal zum Friseur. Naja, gut, man wird es ihr nicht verdenken können, sie haben natürlich auch viel Stress. Und Izzy hat jetzt eine neue Frisur. Und dafür fehlen mir die Worte. Viel Spaß, das guckt euch jetzt mal selber an. Rhythm of Life. Das waren As5 mit Rhythm of Life, sagt der Berliner. Und ja, das konntet ihr ja gerade sehen, ja? Vielleicht soll ich das auch mal machen. Ich meine, ich habe ja auch nicht so einen Riesenbartwuchs jetzt, ja? Also an Männlichkeit kann man mich quasi noch übertreffen, ja? Vielleicht mach ich so wie Michael, ja? Einfach so ein bisschen so einen Stift und dann so ein bisschen so vom Weiten sieht man das ja nicht. Wir machen eine ganz kurze Pause. Dann haben wir noch einen Song von einer Newcomer-Band, die ihr kennenlernen solltet. Pilomat. So heißt die Band. Bis gleich. Jo, da sind wir wieder zurück bei Neu. Herzlich willkommen zurück zum großen Finale. Und dieses Finale werden wir heute mit einer Band begehen, die hier bei Neu das erste Mal auf Viva überhaupt ihr Video zeigt. Und die Band ist, wie gesagt, auch sehr, sehr neu und sie heißen Pilomat, ja? Das ist der Name der Band und die wissen tatsächlich, wovon sie reden bzw. singen. Der Song heißt Großstadtkinder und gleich im Video werdet ihr sehen, ja, die letzte Band vor der Autobahn. Was kannte ich damals alles so, ja? Außer Großstadtkinder, Kellerkinder, Abfahrtskinder, da gehörte ich zu. Das sind nun mal Großstadtkinder. Das ist das große Finale. Das war Neu. In der nächsten Woche sehen wir uns wieder. Viel Spaß mit denen und die bringen jetzt das zu Ende, was die Ramones damals angefangen haben. So, jetzt gehe ich mich verstecken. Tschüss.